Wusstest du, dass dir Spotify jede Woche eine persönliche Playlist zu
Ja, servus zusammen, sehr willkommen zu diesem Livestream. Sind überhaupt schon welche da? Ich habe mal gesehen, es sind ein paar da gewesen. Okay, es sind ein paar da. Servus schon mal an Glungi und X und 11, genau. Ich muss den Chat wieder öffnen. Dann Eagle 2, ich kann heute leider nicht zu sehen. Schaue den Stream aber am Samstag oder Sonntag nach, denn ich muss heute noch alles für die morgige Abreise erledigen, damit ich morgen noch Skifahren gehen kann. Schön, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Skifahren, wenn du überhaupt noch da bist, oder sonst siehst du es ja, wenn du es nachschaust, wie du geschrieben hast. Ihr seht's im Titel, wir bauen am Dorf weiter. X und 11 schreibt schon, ich bin hier. Freut mich. Servus auf jeden Fall. Ihr habt den Titel gesehen und im Thumbnail, wir bauen am Dorf weiter. Ich habe die Zeit jetzt noch mal etwas zurückgeschaltet. Wie das geht, könnt ihr beim Snowcrafter nachschauen. Julius Jesse, Servus, grüß dich. Schön, dass du zuschaust. Ich möchte jetzt einfach mal so ein bisschen zeigen, dass da müssen wir gleich anpassen. Das sieht so schlimm aus. Ich mache den einfach schnell neu und lösche den wieder. So. Ja, ich habe da schon mal ein bisschen was vorgebaut. Da hinten rum, da hat es hier so einen Ausgang. Es hat zwar dort auch einen Ausgang, aber ich habe da einfach mal so Dinger gemacht. Ich weiß zwar nicht genau, für was der ist, aber der Ausgang da, aber mal schauen. Und dann gehst da nach vorne, da ist die Bushaltestelle, eine Kasse und so weiter. Genau, und hier habe ich auch noch etwas mehr detailliert mit so Häge und so weiter. Da überall noch Autos und Häge hin. Da ist sogar ein Spielplatz, genau. Ja, überall so ein bisschen die Autos und die Häge. Da kommt die Ansicht vom Thumbnail, da sind die Gäste jetzt schon wieder weg. Ja, die Gäste sind schon wieder weg, da wir ja, genau, da wir ja zu haben seit einer halben Stunde. Und ja, auf diesen Tischen saßen wirklich, also auf den Bänken natürlich saßen wirklich Leute. Hier habe ich auch überall Hege und so ein paar Autos und da so eine Mauer gemacht. Da ist das schöne Doppelhotel und da hat es nun auch noch Auto. Ja, heute werden wir da mal ein bisschen weiterbauen. Nämlich habe ich hier schon etwas weiter gemacht. Wir möchten jetzt hier noch mit Hägen und Spielplatz und so weiter detaillieren. Genau, damit das Ganze dann noch etwas schöner wird. Ich würde einfach sagen, wir quatschen nicht mehr groß. Das heißt, ich quatsche nicht mehr groß und wir fangen hier an. Nämlich haben wir bei Objekten und dann Fans sind die ganzen Häge und so weiter. Ja. Da ist immer so die Frage, welchen Haken nimmt man? Ich glaube, ich mache hier aber eher eine Mauer. Glunky 12, die Map sieht sehr schön aus. Danke dir. Sehr, sehr schön schreibt sogar. Danke vielmal. Freut mich zu hören. Auch wenn mir persönlich das Terrain noch nicht so gefällt, da es etwas treppenmäßig ist. Aber ja, freut mich, dass es dir gefällt. Also dann darf sie mir ja schon bauen wir weiter. Das müsste. Nee, das ist schon. Doch, sie ist die richtige. Dann werden wir jetzt hier rundum einmal mit dieser bauen. So. Wird die Map veröffentlicht? Auf jeden Fall. Ich bin mir da so noch am Überlegen, ob ich diese Bedingung nehmen kann. Ich habe da nämlich so einen Plan, wann ich die veröffentliche, aber ich habe gerade nicht so das Gefühl, dass das so schnell geht, wie ich denke. Ja, ich sag's eigentlich erstmal nicht. Ich hoffe, das ist okay. Aber sie wird auf jeden Fall rauskommen, das ist klar. So.
Ja, erst in erster Linie passt das mal so. Nehmen wir ein neues. So. Gut, dann. Schwebt die? Oh, die schwebt ja. Bei der ist es noch gut. Mache ich es halt ein bisschen runter. Aber ihr könnt die Map auf jeden Fall irgendwann spielen. Und da freue ich mich, drauf, dass ihr die spielen könnt. Mal schauen, ob jemand so ein Projekt drüber macht. Das wäre für mich echt schön eigentlich. Aber wir werden sehen. So. So, der da bringt es jetzt auch nicht mehr groß. Es ist jetzt nicht eine Wahnsinnsmauer, aber ich finde, es geht okay. Es gibt schönere Mauern durchaus. Oh. Schwebt sogar das Auto. Spotify klingt überall. Ja, super. Mit unseren kostenlosen Apps für iPhone. So. Suche ich's noch mal. Mach aber zuerst eine Beta-Version. Warte, sorry, schnell. Mach aber zuerst eine Beta-Version öffentlich. Dann können wir dir zum Beispiel in einem Stream Rückmeldungen geben. Ja, mal schauen. Ich bin so eigentlich von Betas eher so der Vermeinder, aber ich kann vielleicht sie auch mal dir oder ein paar anderen geben, die mir dann wirklich mal Rückmeldungen geben können, so die ich eher besser kenne oder schon länger kenne. Ja, machen wir hier diesen Hintergrund um. Welchen habe ich jetzt genommen? Nö, das war nicht der. Auto ist selber schuld, ist mir im Weg. Ja. So läuft das Leben eines Autos. So. Ach man. Immer wenn man den Punkt nicht genau trifft. Ich denke, sehr viele von euch kennen das auch, die auch so schon mal Objekte platziert haben.
Muss gar kurz schauen. Gut, dann ich glaube, ich kann noch so einen großen machen. Oh. Das ist einfach so nervig. Das soll auch noch ein bisschen rum. Dann finde ich, wir könnten doch, ich mache dann noch einen hin. So, dann gehen wir zum nächsten Haus. Da möchte ich eigentlich gerne ein, ich glaube Metall, also Rock and Metal. Na, Holz und Metall. Ja, der da will ich. So. Welchen haben wir jetzt genommen? Was wir machen es hier jetzt anders, nämlich nehme ich hier so eine, mach die kurz, kopiere das da. Nee, das sieht nicht gut aus. Auf jeden Fall will ich das aber da vorne haben. Das schwebt ja. Will ich duplizieren? Wir dürfen nicht zu nah, denn sonst können die Autos da nicht mehr raus. Und jetzt nochmals. Jetzt nochmal. Mach ihn geschlossenen. Ach, ich. Ich hasse das einfach zu sehr. Mache ich sie jetzt anders.
glaube, das lassen wir an der an als erstes einfach mal so. Könnten da hinten noch was hinmachen, was auch immer dahin passt. Grabstein, wenn wir es können. Ach. Okay. Ich weiß zwar nicht, was es das bringt, aber damit es nicht allzu hässlich aussieht, da gibt es noch ein paar Bäume. Da so einen richtig fetten Baum hin. Ich würde sagen, wir arbeiten uns jetzt doch mal kurz von hier noch hoch und schauen, ob was hier so geben soll oder kann. Ich glaube, dann nehme ich. Es gibt gerade Nachrichten. Wie heißt das Skigebiet? Das heißt. Schaut euch das Thumbnail an. Das heißt Silertal. Schirik und 12 schreibt hier, Servus. Ja, ich sag hier, ich bin auch komisch heute. Wenn schon, hi. Was nehme ich? Nimm 5. Okay. Das war keine gute Wahl. Dann suchen wir uns einen anderen Ort. So, da wollten wir einen Haken machen. Oder wollte ich? Ich habe es glaube noch gar nicht gesagt. Da nehmen wir diesmal diesen. Ja, den da. Nee, warte. So, dann kann der sofort von dort unten reinfahren. Auf seinen steilen Hausplatz. Dann brauchen wir so einen Pfahl da vorne. Ah, da gibt's noch was anderes. Und dann mache ich halt. Wisst ihr was? Wir machen zuerst den da unten hin. Genau, dann ist nämlich hier alles abgeschlossen.
So. Ja, warum der wieder schräg ist, kann ich auch nicht sagen. Aber wir machen es bei dem jetzt einfach aus so. Ja, das sieht ganz gut aus. Und den machen wir einfach wieder weg. Wir machen da oben auch noch einen hin. Zeit haben wir denn im Spiel und welche Mächt? Also im Mächt haben wir 10 nach 9 schon. Okay, aber das heißt noch lange nicht, wir sind fertig. Ja, das sieht eigentlich ganz schön aus, wie da die Gondel drüber fährt. Da muss ich fast einen Screenshot machen. Das, wenn es noch so halb dunkel ist, dazu. Ja, das sieht echt schön aus. Okay, dann machen wir vielleicht hier vorne einfach vorne dran an der Straße so einen kleinen Haken oder eine Mauer vielleicht. Ne, wir nehmen mal die gekurfte. Gibt's die nicht in groß? So, und jetzt noch ein geschlossener hin. Ja, da ist es. Ja, und von der Drehung passt er, glaube ich, sogar perfekt hier drin. Hier hin, meine ich. So, dann geht es weiter. Zuerst mache ich da mal die Straße komplett. Jetzt beginnen wir einfach mal von hier hinten her. So.
merkt vielleicht, das Ziel ist es, einfach immer mal wieder einzusetzen, damit die Straße somit etwas dargestellt wird. Dass es auch nicht zu Unfällen führt, genau. Dann eine Straßenlaterne. Die duplizieren wir einfach. Jetzt ist die Frage, wo baue ich eine? Ja, dann hier vorne noch eine. Und noch mehr können wir ja dann schauen später. Also da unten und da oben gibt es vielleicht noch die ein oder andere, die vielleicht gescheit wäre. Und da zum Beispiel oder hier an dieser Seite. Oh nein, nein. Okay, dann mache ich da auch noch eine. Ne, die ist zu spät, dann will ich nämlich an der Bushaltestelle eine. So, die mache ich wieder weg. Dann dupliziere ich die nochmal und mache die dahin. Ein etwas abgelegenes Häuschen hier hinten. Ja, und hier oben sollten auch noch ein paar wenige Häuser hinkommen, da noch ein paar und dann ist dieses Dorf fertig. Aber ich denke nicht, dass wir damit heute durchkommen, denn das Bauen bereitet uns keine Schwierigkeiten, das Bauen von Häusern, aber das Detaillieren mit Spielplätzen, Hägen und Autos und so ist halt wirklich das, deshalb mehr Zeit braucht. Dann mache ich noch einmal so einen Haken. Wird dann noch so ein geschlossenes hin.
So. Dann noch eine Nachrichten kam. Keine mehr anscheinend. Okay. Wahrscheinlich ist er alle nur gelangweilt da. Und hört ein bisschen die Musik zu. Nee, ist spannend, schreibt er. Okay. Das freut mich zu hören. Doch, so eins. Dann. Genau, so ein Entchen. Sieht das gleich wieder etwas detaillierter aus. Hier hinten könnte ich noch irgendein Tisch vielleicht hinmachen oder eine Bank. Oder so eins. Sieht ein bisschen aus wie ein Sandkasten. Das mache ich jetzt einfach mal. Dann kommen hier wieder Autos hin. Die finde ich nicht da, die finde ich da. Ein Bus. Ein Auto von der 2. Ich glaube, ich mache da noch eine. Ist doch wieder so lang, dann wage ich es, den etwas zu verkürzen. Oh. Nee. 0,7. Da wieder 1. Ja. Dann, hier oben könnte ich einen Baum haben, aber es ist etwas steil, da mache ich eine. Ja, wieder so, nein, dann schaue ich, was ich da noch hinmachen kann. Vielleicht was? Gute Frage, ein bisschen Holz. Ja, es ist natürlich die allerbeste. So, ja. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Da drüben kommt auch ein Auto hin. Nee, zuerst mache ich Holz ihm nochmal. Wo habe ich das jetzt gefunden? Ja. Einmal eine viel zu große und nachher die viel zu kleine. Dann. Nee, dann nehmen wir die 3. Auch zu groß. Egal, lassen wir es noch so. Dafür ein Auto. Dreites Mal. K-
können ja sagen, der Mann da oder die Frau oder der, ja, der Mensch, der da wohnt, ist Förster und hat deshalb Holz bei sich. So, dann hier drauf ein Hack. Nehme ich jetzt mal den da. Okay. Ja. Ist schon gut so. Dann sieht es hier drüben sehr leer aus. Was kann man hier so machen? Wir können kleine Wälder anlegen. Also von 5 bis 3. Ja, dann mache ich es noch mal ganz klein. Bushaltestellen habe ich übrigens auch immer mal wieder platziert. Da habe ich einfach schon mal gemacht, damit wir so ein bisschen einen Anfang haben. Da unten geht die Straße dann noch nicht weiter. Das hat aber mit einem neuen Projekt zu tun, das in den nächsten Folgen dann kommen wird. Genau. Auf jeden Fall. Dann wieder das Gleiche. Da nehmen wir. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr die Musik so findet? Ich habe da einfach mal grob ein paar Musikstücke rausgesucht, die ich da die ganze Zeit laufen lasse, damit es nicht so leise ist im Stream und wenn ich gerade mal nicht rede, auch mal was zu hören ist. Genau. XNL findet sie gut. Okay. Dann ist das ja gut. Ist halt einfach so eine Sache, ein bisschen was im Hintergrund zu haben, ist auch schön, oder? Ich weiß nicht, ob ich dazu breite Straßen überhaupt habe. Ja. Okay. So. Ja, ihr seht, ich mache den Hakis einfach mal bis zur Straße hoch. Ich glaube, das geht schon.
Also zur Kreuzung, besser gesagt. Kurven sehen wir, hat es nicht sehr viele auf dieser Strecke. Also müssen wir eigentlich fast immer nur platzieren. Upsla, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. So, noch 3, 2. Ja. Einer. So. Und jetzt müssen wir die dann noch anpassen. So, ja. Gut, dann ja, sieht etwas komisch aus auf den ersten Blick, aber ich glaube, das ist schon gut. Ich mache noch ein paar Bäume hin wieder. So. Okay, gut, dann schauen wir, wo es die nächste Arbeit gibt. Ich weiß nicht, ob ich hier auch noch einen Haken machen soll, aber ich lasse es an erster Stelle mal. Jetzt suche ich noch was, das wir hier hin tun können. Vielleicht auch noch etwas Holz. Ja, dann vielleicht noch. Was ist hier? Nee, sowas nicht. Dann nehmen wir noch Holz 5. Okay, das ist einfach ein einziger. Ja. Invisible. Da könnte ich noch immer so rumblubbert. Wo ist denn da? Ja, ja, einfach noch eins von denen. Mit denen kann man echt gut ausgestalten, wie zum Beispiel hier oben. Habe ich immer mal wieder so eins gemacht oder auch da, wenn es ein bisschen schöner ist. Genau.
So, dann machen wir hier mal mit Größe 4 so ein Quartier. So, dann hätte ich mal gesagt, wir machen da eine Straße. So ein Weg. Und platzieren dann die Häuser. Holla, größer als ich dachte. Aha, schon da der Eingang. Da brauchen wir eine 6, nee, eine 5 also. Genau. Für alles andere ist es zu breit. Dann nehmen wir eine 2, genau. Eins kann man noch nehmen. Da kann ich noch so eins hinmachen. Ja, das ist nicht so nah am anderen. Ne, nehme ich noch eine 6. Holala, jetzt macht mein zweiter Bildschirm wieder schlapp. So, auf 3 painten. Ja, so grob und ganz sieht das schon mal gut aus, dann da noch nicht, dann muss ich da noch mal anheben. So, und dann noch ein paar Bäume machen. Ich mache das jetzt wieder einzeln dort, wo ich sie halt will. Bis 7 von 4 aus, sag ich mal. Oh. Ja, welche Zeit haben wir es nun schon? 20 vor 10? Ja. Okay, dann wieder an die Arbeit. Gar kurz aufs Handy geguckt, dann machen wir hier auch noch ein paar Häuser hin.
Ich will noch ein Hotel. Ja, eins brauche ich noch. Detaillierung kommt auch wieder auf uns zu. Noch einmal Disk. Könnt ihr sagen, das da ist ein Teil vom Hotel da drüben mit ein paar noch mehr, also mit noch ein paar Zimmern drin, genau. So, sieht schön aus, finde ich. Da vorne könnten noch ein, zwei Häuser hin. Ich muss mir noch überlegen, aber eventuell könnte ich morgen gleich nochmal streamen. Aber deutlich früher, also am Nachmittag schon vielleicht. So, jetzt ist die Frage, wo wir beginnen mit Bauen, und die zweite Frage ist, ob wir beginnen mit Bauen. Oh, das sieht ja schön aus da oben. Das da. Oh, jetzt habt ihr das neue Bild gesehen. Gut, ich würde mal sagen, ich beginne da. Am besten wir machen einfach mal überall Autos hin, wo wir Autos wollen. Oh, schön parallel. Ja,
Ja, der hätte es einfach zwei gleiche Autos. Warum auch immer. Da lass ich's mal. Ich glaube, hier mache ich auch nicht so viele Autos hin. Die hätten nämlich alle so eine Garage, wo sie ihre Autos hinbringen können. Mir fällt es schwer, klar zu denken. Im Wasser. So, dann hier haben wir noch gar nicht gemacht, aber wir machen mal kurz einen Überblick, was wir so geschafft haben. Wir haben nämlich da etwas detailliert, wir haben da den Haag gebaut und Straßenpfähle und Bäume gemacht. Dann haben wir hier detailliert, da haben wir die ganzen Häuser schon platziert, genau. So ein bisschen das haben wir heute geschafft. Hier nochmal ein Ausblick aufs wahnsinnig riesige Dorf. Es geht ja dann hinten noch runter, genau. Ja, aber ich würde sagen, an dieser Stelle reicht es für heute. Wir machen nächstes Mal weiter, eben eventuell morgen. Und sonst in den Folgen beschränken wir uns in nächster Zeit wieder mehr auf Seilbahn, denn ich habe noch ein Projekt und auch so Stationen und Detaillierungen möchte ich noch machen. Und dann sehen wir uns eben morgen oder nächstes Wochenende vielleicht wieder im Web detaillieren. Genau, dann danke ich jetzt fürs Zuschauen. Hab mich gefreut, dass so viele zugeschaut haben. Genau. Ja, jetzt mal wieder ins andere Bild. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Freitagabend. Anschließend ein schönes, erholsames Wochenende ohne Schule. Ja, genau, dann verabschiede ich mich jetzt passend zur Musik. Das heißt, ja, nochmals war schön zu streamen. Bis bald mal wieder. Macht's gut und ciao.